Hi, willkommen zu meinem neuen Let's Play von Marvel's Avengers. Ja, neues Projekt, neues Singleplayer-Game, heute mal ein bisschen mehr Action als im WoW und auch alleine. Ja, wir spielen die Kampagnen-Story. Und ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht lang gespielt. Ich habe es mal ein bisschen angespielt. Ich habe, glaube ich, so was 19% von der Story bis jetzt abgeschlossen. Ja, oder? Ja, 19%. Aber wir werden nochmal von vorne anfangen. Also. Let's go. Ich hab's auf brutal angefangen. Und ich sag's euch, das ist wirklich brutal. Wir sprechen aber, dass wir noch ein gescheites Spielerlebnis haben und ein bisschen eine Herausforderung. Spielen wir's auf normal. Okay, let's go. Wir erleben es immer häufiger. Mächtige Menschen, die nach unten treten. Aber die Avengers waren anders. Daran habe ich fest geglaubt. Ich denke, das alles ist aus einem guten Grund passiert. Vielleicht habe ich darauf immer gewartet. Vielleicht bin ich endlich Teil von etwas Größerem. Abu, siehst du? Wurde auch Zeit. Oh, diese Sitze sind vielleicht unbequem. Sie ist wunderschön. Wieso heißt sie Golden Gate Bridge, wenn sie gar nicht aus Gold ist? So viele andere Kids. Und bestimmt sind ihre Geschichten alle super. Wettbewerb ist etwas, das uns stark macht. Und wenn Ihnen meine Geschichte nicht gefällt? Wenn sie nicht reinpasst? Sie muss perfekt sein, weißt du? Bei deiner Geburt, da meinte dein Bruder, du hättest coole Augen. Was? Aber für mich waren sie das absolut Schönste, was ich jemals gesehen hatte. Wir sind alle einzigartig, Kamala. Du solltest stolz darauf sein, wer du bist. Ich hab dich lieb, Abu. Und ich dich noch mehr. Und ich bin sicher, du wirst das hier gewinnen. Oh, stell dir das mal vor. Und der Preis für die beste Fanfiction geht an die Avengers gegen die fiesen Kanalechsen von Kamala Khan. Und das Publikum rastet aus. So gefällt mir das. Aber du weißt, was zählt. Sieg oder nicht? Oh, ein guter Mensch sein ist wichtig. Oh, Peter, gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Das ist mein Mädchen. Leute, wir nähern uns den Avengers West Coast Headquarters zur Linken und landen in Kürze auf der Chimera. Ah, also heute ist der sogenannte Avengers Day. Mit einem Comic-Wettbewerb, wo unter anderem auch unsere gute Kamala Khan, die wir jetzt gerade schon gesehen haben, teilnimmt. Komm, Abu, schnell! Schon gut, immer mit der Ruhe. Okay, ja, holen wir mein Abzeichen. Fanfiction-Wettbewerb, ich komme! Man merkt, sie ist so ein richtig, richtig heftiges Avengers-Fangirl. Quasi so eine weibliche Version von mir. Ich persönlich bin ein riesen Marvel-Fan. Ich habe jeden Marvel-Film gesehen. Ich kenne die Comics. Ich habe so viel drüber gelesen und gesehen. Das ist einfach faszinierend. Vor allem ich. Einer der Gründe, warum ich mir dieses Spiel geholt habe, ist einfach aus dem Grund, weil ich ein riesen Marvel-Fan bin. Melde mich zum Dienst, Cap! Ja. Black Widow, Thor. Ob er in Wirklichkeit auch so groß ist? Der Hulk. Wow! Zum Glück bist du nur eine Statue. Und Iron Man. Immer in Pose. Natürlich. Willkommen zum Avengers Day. Hallo Finalistin, wie heißt du denn? Kamala Khan. Und das ist mein Dad. Yusuf.
Die Kahns, sehr schön. Du solltest an unserer Comic-Schnitzeljagd teilnehmen. Sammle alle 5, dann darfst du auf den VIP-Balkon. Sobald du alle hast, scanne dein Handy am Aufzug und los geht's. Viel Spaß. Hast du noch nicht genug Comics? Aber der VIP-Balkon, da muss ich hin. Ziemlich cool, aber ich will sie auch in echt sehen. Da muss ich dazu sagen, man kann nicht genug Comics haben. Drücke Steuerkreuz nach oben, um das Taktikbewusstsein zu aktivieren und Zielmarkierungen anzuzeigen. Okay. Du musst die Barcodes scannen, um deinen VIP-Pass zu kriegen. Einen Comic an jedem Start. Ich weiß nicht, wohin ich zuerst soll. So. Die Spiel. Ja, ja. Was haben wir hier? Ah, Black Widows Armbänder. Komm, schießen wir mal ein bisschen rum. Triff die roten Ziele, nicht die grünen. 150 Punkte für den Sieg. Kein Problem. So, machen wir doch einfach easy. Nee, das ist ein Bruder. Das nicht. Ah, ist noch mal einer. Bam. So, hier. Noch mal einer. Da noch mal. Wie gut brauchen wir denn hier? Geschafft! Ah, würde ich sagen. Nicht schlecht, Kamala. Gar nicht schlecht. Sweet. Und den ersten. Der Comic gehört jetzt mir. Ja, wir haben den ersten Comic. Huch. Moin. Okay, ich habe einen der Comics. Jetzt die anderen. So, gehen wir mal hier rein. Ha. Ach, Mist. Bist du okay? Nein, ich habe diesen Comic schon. Ich brauche noch den mit Captain America für mein Set. Warte mal, tauschen wir, wenn du Doppelte hast? Ja, klar. Cool, bis später. Alles klar. Dann wissen wir schon mal, wo wir den... Das ist das Iron Man Comic? Ach, keine Ahnung. Herbekommen. Iron Man Halle. Ja, man merkt, Tonys Ego ist immer noch dasselbe. Was ist denn hier? Pulsarhandschuhe. Meine oh. Güte, Repulsorhandschuhe! Ich muss einen anprobieren! Oh Mann! Oh, 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 das ist so cool! Moin, Thor! Welche Abscheulichkeit ist das? Wow! Ah! Verzeihung. Du bist sehr klein und kaum zu sehen. Doch du musst vor einem Sohn Odins nicht erzittern. Obgleich ich den Impuls verstehe. Wie heißt du? Kamala Khan. Aha. Und was ist das Ding da an deiner Hand? Oh, das ist ein hochdichter Mionenstrahl. Mark III Repulsorhandschuh. Tony Starks erste Liebe. Bei Odins Bart. Fast so respekteinflößend wie der Mann selbst, hm? Oh, du bist witzig. Ja, das bin ich. Seh her, eine wahre Waffe, die keiner Verbesserung bedarf. Oh, wow. Wer auch immer diesen Hammer hält und er oder sie seiner würdig ist, wird die Macht Thors besitzen. In der Tat. Der Unterschied zwischen Starks Firlefanz und göttlicher Macht. Ja, schon. Aber irgendwo muss jeder Held doch anfangen, oder? Ja. Ja, natürlich. Du bist sehr weise für deine jungen Jahre. Danke. Du aber auch. Kamala Khan. Ich werde mir deinen Namen merken. Unfassbar! Ich hab den Gott des Donners getroffen! Absoluter Hammer! Comics, Preis, konzentrier dich! Ja, wie gesagt, mega Fangirl. Aber schon wieder was? Ich bin Iron Man. Ich bin Iron Man! So cool! Ja. Kannst du hier machen? Ob Tony Stark sich jemals Gedanken über seine Helmfrisur macht?
Also ich würde immer noch behaupten, dass er einen Haarstyler in dem Helm drin hat. Ansonsten würde ja nie eine perfekte Frisur rauskommen am Ende. Ich liebe deine Haare. Gehst du auch mal zum Friseur? Steve? Sie sind gut. Ich hype mir aber auch alles. Diese Alter, diese Aussicht. Die ist ja mal mega. Wow. Man kann von hier bis Marin sehen. Mhm. So, was haben wir hier? Ein Comic anscheinend. Oh nein, nichts mehr übrig. Der Schild, den Cap im Zweiten Weltkrieg Hitler ins Gesicht geschlagen hat. Ist das cool? Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Zu viele Pseudo-Fans bei dem Wettbewerb. Hey, wie kommt ihr darauf, dass ich kein echter Fan bin? Ich habe genauso das Recht, hier zu sein. Glaubst du echt, die Avengers lesen deine kleine Story? Zisch ab, Kleine. Komm doch her, ich geh dir gerne aufs Maul nochmal was. Umso mehr gern hast. Wenn der Mob und die Presse und die ganze Welt dir sagt, verschwinde, dann schlägst du Wurzeln wie ein Baum neben dem Fluss der Wahrheit und du sagst nein. Ihr verschwindet. Was? Wer hat das gesagt? Echte Fans wüssten das. Ja, von mir aus. Hauen wir ab. Na toll. Keine Comics mehr. Also, wenn du mich fragst, ich fand das gerade ziemlich mutig von dir. Ah, danke. Ich nehme an, du bist ein Captain Marvel-Fan. Sie ist im All, aber hätte dich bestimmt gern kennengelernt. Aber du bist Captain America. Ich bin Kamala. Kamala Khan. 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 In deiner Geschichte geht's um diese Kanalbiester. Die Kanalechsen, ja. Ja, ja. Dir hat Thor richtig gut gefallen. Er hat erzählt, sie hatten in Asgard wirklich mal Kanalechsen. Ihr habt meine Geschichte gelesen? Jede, die eingereicht wurde. Das ist so cool. Hey, Cap, wir müssen auf die Bühne. Taunton wird langsam nervös. Hast du Thor gesehen? Er müsste doch längst da sein. Ich hab ihn gesehen. Also, vorhin, er war drüben am Starkstand. Aber da ist er wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab gesehen, wie er wegging. Wer ist die Kleine? Ned, darf ich dir eine unserer Teilnehmerinnen vorstellen? Das ist Kamala Khan. In puncto fiese Kanalechsen ist sie Expertin. Oh, ja, genau. Hey, der Trick, den du mich da abziehen lässt mit dem Gullideckel, der ist ziemlich cool. Oh, ja, aber gegen die Sache mit dir und Madame Hydra war das doch absolut gar nichts. Das war echt Wahnsinn. wir sollten zur Bühne. Na klar. Hat mich gefreut, Kamala. Wir sehen uns, Kleine. Wir sehen uns. Das war Captain America und Black Widow. Ich sterbe. Ey, bitte nicht wirklich. Gut, dann haben wir schon mal drei Comics jetzt. Ja, oder waren es zwei? Nee, zwei. Zählen ist auch so eine Sache, wo ich nicht kann. Was haben wir hier? Ich hab's Schild. Early Prototype. Uranium. Wow. Ja. Ein Early Prototype of Captain America's Modern Shield. Ja. Früher Prototyp von dem, was er heute trägt. Was hier? Ah, seine Rüstung aus dem, oder Uniform aus dem Zweiten Weltkrieg. Mode der 40er. Etwas albern. Aber cool. Gut, was haben wir sonst noch so? Was da? Zeig mal. Du, hier rüber. Vroom. So cool. Dein anderer Arm ist gleich. Mhm. Regenreaktor. Das hier ist die Chimera, ne? Dad, ich hab gerade Thor getroffen. Ist der in Wirklichkeit auch so groß? Größer. Ich dachte, du holst Eis für uns. Du warst lang weg. Es ist geschmolzen. Also so lange war jetzt nicht weg. Wer trödelt, verliert. Dann nehme ich jemand anderen mit auf den VIP-Balkon. Sehr witzig. Wir treffen uns am Terrigenstand, wenn du fertig bist. Du schuldest mir noch ein Eis, Abu. Chimera. Das ist ein interessanter Name. Griechische Mythologie. Die Chimäre vereinte die mächtigsten Eigenschaften mehrerer Kreaturen.
und sie sah aus wie eine Ziegenfrau, aber das haben sie nicht übernommen. Und weißt du was? Ich habe Captain America und Black Widow getroffen und ihnen hat meine Geschichte gefallen, Abu. Du hast Captain America getroffen? Wann? An dem Stand da drüben. Gerade eben. Das ist der beste Tag überhaupt. Nächstes Mal machen wir ein Foto. Boah, klingt nach einem Plan. Was haben wir hier? Weißt du was? Sieht aus, als müsste ich's versuchen, wenn ich den nächsten Comic will. Ah. Komm, heben wir den Hammer an. Ja, bist zumindest. So knapp. Fast würdig ist schon ziemlich gut. Hier ist dein Comic. Oh, danke. Wieder ein Comic im Sack. Whoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Wie sie bereits vorhin sagte, wer denn würdig, der erhält die Macht von Thor. So, was haben wir sonst noch hier? Irgendwelche Stände, bla bla bla. Was haben wir hier? Hm? Sieht nicht auf, wie sehen wir hier aus. Egal. Ah. Cool, noch mehr Comics. Ja, nimm's dir einfach. Das sind diese Wissenschaftler aus dem Fernsehen. Terrigen war für die Menschen. Kein Spielzeug für Milliardäre. Das gilt immer noch. Sie müssen sich bloß auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Arbeit wird die Welt verändern, George. Ich kenne sie und weiß, dass sie den Prunk nicht mögen, aber es wird sich lohnen. Er will Kontrolle und Profit. Das lassen wir nicht zu. Das ist ihr Moment. Mit Starks Geld und ihrem Verstand werden sie der Held all dieser Menschen sein. Sehen Sie nicht, wie nah wir dran sind? Da steckst du. Bruce. Du warst heute Morgen auf einmal weg? Es gibt immer was zu tun. Ja, ich weiß. Was ist los? Nichts. Naja, bloß eine Kleinigkeit. Wir erhalten ziemlich merkwürdige Werte vom Reaktor. George, womöglich hatten Sie recht. Wir sind vielleicht ein wenig voreilig damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was meinen Sie? Können wir die Berechnung vielleicht doch noch einmal durchgehen? Oh, ja, natürlich. Danke, tut mir wirklich leid. Hey, was machst du hier hinten? Oh, ich hab mich verirrt? Klar, ich bring dich zurück zur Show, okay? Den hab ich schon. Ah, yes, sir. Moment, vielleicht kann ich mit diesem Jungen tauschen. Hey, ich hab den Comic, den du wolltest. Super, tauschen wir. Ich mache gern Geschäfte mit dir. Fast geschafft. VIP-Balkon, ich komme. Einer noch. Dann haben wir's. So. Dann gehen wir mal rein. Was haben wir hier so? Der Reaktor? Das ist der Reaktor. Die reinste Magie. Herigen. Merkwürdiges Zeug. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Ich glaube, ich habe irgendwas übersehen. Okay. So. Hier auch nicht. Hier ist ja auch noch was. Kate-Bereich. Captain America und die Avengers? Kampf der Superhelden? Wow! Hulk zerstören! Also dann, es geht los! Hulk! Smash! Ja! Kamala, stark wie Hulk! So, damit haben wir den letzten Comic. Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Sammeln Sie die 5 exklusiven Events. Dann gehen wir zum VIP-Balkon. Nice. Kriegen wir einen exklusiven Ausblick auf die Show.
Direktor Fury? Oh. Direktor, sind Sie gar nicht besorgt, dass der Reaktor Ihres Helicarriers dieses Terrigen nicht zügeln kann? Wir wissen nichts über... Wir würden es nicht vorstellen, wenn es nicht absolut sicher wäre. Die Chimera sorgt für die Sicherheit und den Schutz der Avengers und von S.H.I.E.L.D., von beiden. Danke. Oh, Wahnsinn, das glaubt Bruno mir nie im Leben. Hey, Kleine, sei vorsichtig. Oh. Okay. Scheint halt Kamala irgendeine Bindung zu diesem Terrigen. Schauen, was da noch passiert. Gehen wir aus dem Weg. Beta, das ist der Aufzug zu deinem schicken Balkon. Benutz deinen Handyscan. Hast du deine Comics? Sesam, öffne dich, Comic Overlords! Yeah. Ab nach oben. Haben, die uns beeindruckender machen, als wir sind. Außerdem enthüllen wir eine neue, saubere Energiequelle. Terrigen. Das Zeug soll ziemlich stark sein. Erklären wird das jetzt der Mann, der es entdeckt hat. Dr. George Tarleton. Danke, Captain Rogers. Die Chimera wird von einem neuen Mineral betrieben. Terrigen. Vor 3 Jahren fand ich einen seltsamen Stein. Ja, in der Bucht von San Francisco. Nach einigen Tests war klar, dass dieses Mineral. Hallo San Francisco! Statt der netten Leute, des guten Essens und der mangelnden Parkplätze. An der Sache mit den Parkplätzen arbeite ich. Schicke Tasche. So einen Auftritt kann natürlich nur einer hinlegen. Yeah! Oh, ich glaube, das gehört nicht dazu. Oh, das sieht nicht gut aus. Wir müssen hier verschwinden. Komm. Jetzt treten die Avengers auf den Plan. Klingt ziemlich groß für einen Unfall. Unfälle gibt es nicht. Tor. Tony, seht nach. Sofort. Bleib dran, ja? Mach den Quinjet klar. Für alle Fälle. Mach ich. So. Hast du gewartet? Ja, natürlich. Ich wollte dich aufholen lassen. Wow. Langsam wird die Sache richtig interessant. Beeilen wir uns. Sag ich doch. Tor, mach einen Weg auf der Brücke frei. Ei, ei. Ja, wir fangen mit Tor an. Hier sind mindestens 30 bewaffnete Männer. Wir brauchen Verstärkung. Die kommt schon. Ihr seid unwürdig. Oh ja, das seid ihr. Tony, Tor, wie ist euer Status? Sterbliche in Gefahr. Und viele kleine wütende Männer mit Gewehren. Sollen wir irgendwie auf die Steuerung klarkommen? Ich hab mir einen Bus eingefangen. Vielleicht hätte ich heute Morgen mehr frühstücken sollen. Wäre vielleicht eine Idee gewesen. Wie war das nochmal mit dem Hammer werfen? Irgendwann kommt man da einen Hammer werfen. Ah. Danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Tor. Halte Y, einen Powerangriff aufzuführen, Barrieren zu zerstören. Okay, dann. Geil. Das wird lustig. Ah, so war das. Tor, mit wem haben wir es hier zu tun? Die haben sich nicht vorgestellt. Moment mal. Das sind Waffen von S.H.I.E.L.D. Ich funke Commander Hill an. Cap, die haben das nicht ohne Grund heute gemacht. Sehe ich auch so, Bruce. Ich bleibe auf der Chimera, bis wir wissen, was hier läuft. Hier? Hm, komm, nicht einsammeln. Okay. Boah, Jungs. Der ist ausgenockt. Bleibt in Deckung. Hilfe ist unterwegs. Euer
Komm hier, frisse, Hammer. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich dachte, aber gut. Der lernt fliegen. Ne, okay, so wie dazu. Uff. Ich merke, ich bin noch echt mies in dem Spiel. Ah, ich werde erstmal da kleben. Hey, Moment mal, Donnergott. Wer hat gesagt, dass nur du den ganzen Spaß haben darfst? LB, was war mal LB? Ach ja, links, hier, haha, Heldenzorn. Der Tor ist ein bisschen sauer. Ich muss zugeben, das war ziemlich beeindruckend. Überrascht dich das? Oh, übermütig. Gefällt mir. Ey, lass mir auch mal welche, Stark. Achtung! Huch! Ach, Schilde. Schilde? Niedlich. Mit so Schilde was bringen. Ah, ein Powerangriff. Okay. Ey, Sack. Ey, was soll der Scheiß? Du? Okay, so wie dazu. Boah. Ich bin so mies. Das können sie doch noch fliegen. Hey, komm zurück! Oh. Oh, jetzt geht's weiter mit Iron Man. Gerade wurde bestätigt, dass die Nummernschilder auf der Brücke zu dem heute Morgen gestohlenen Shield-Konvoi passen. Stand das in einem von Furys Berichten, die ich nie lese? Komm schon, Tony. Die sind wichtig. Okay, von mir. Pulsarraketen? Zum Glück hat Fury meine beste Tech an einem Ort gelagert. Diese Raketen verursachen eine Menge Schaden. Oh, ja, Gott. Ich weiß. Ich hab die verdammten Dinger gebaut. Cap, wir sollten den Terrigen-Kristall sichern, denn wenn er getroffen wird... Schon dabei. Dr. Tarten ist jetzt unterwegs zur Reaktorkammer. Okay. Ja. In Deckung bleiben. Alles klar. Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Oh, Unibeam. Avengers, der Konvoi transportiert geheime Shield-Prototypen. Fury beschafft die komplette Liste. Hill, wie geht's der Katze? Sagen Sie Fury, dass ich wirklich gern mit meinen eigenen Waffen beschossen werde. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Und Goose geht's gut. Ich wusste nicht, dass Sie den Teil gehört haben. Man sollte meinen, diese Idioten müssten mittlerweile fliehen. Ich glaube, Uli, wie bist du bereit? Einen Schritt voraus. Hier ist noch was anderes im Gang. Verschasse. So, jetzt. Oh, Geschütz. Geschütz ist nicht gut. Also gut. Wer hatte die tolle Idee, Shield Trucks mit Geschützen zu bestücken? Tony. Ach ja, ich. Ah, wie war. Also, ja, okay. Oh Gott. Ich treff ja gar nichts. Oh. Was ist da unten los, Tony? Ach, gar nichts. Alles super. Ich hoffe nur, die Jungs haben keine... Ich nehm's zurück. Sie haben Pulsarpanzer. So wie dazu. Ich seh nichts. Das Schiff ist nicht flugbereit. Wieso bewegt es sich? Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert. Der Autopilot der Chimera hat übernommen. Du brauchst Unterstützung. Wir kommen zurück. Negativ. Sichert die Brücke. Die Waffen dürfen nicht in die Stadt. Verstanden. Du bist dran, Bruce. Ja. Erstmal die Brille ablegen. Boah, jetzt. Jetzt geht's richtig ab. Da ist der Hulk. Ich hab ihn in der Hand. Komm, ich nehme auch noch einen. So, komm mal her. Oh, ja. Mach einen Loki.
Welche hier? Ihr schießt mir einen Panzer auf den Hulk. Ihr seid mutig. Ihr seid echt mutig. Nein, Panzer. Oh, die Brücke hat schon gut erwischt. Uiuiui. Ach, hier ist ja gar nichts. Tony, Thor, an mir kleben ein paar dieser Flugdinger. Nerv ich die Alter, Kleinen, was? Smash! Bin unterwegs. Ja, oh, das war so viel Spaß mit dem Mike. Du könntest aber alles niederrennen. Ich hatte heute mit viel mehr Fanclubs gerechnet. Und Kuchen. Konzentrier dich, Tony. Oh, nö, ich ist auch dabei. Uiuiui. Sieht gar nicht gut aus hier. Oh. Avengers, sprecht mit mir. Die Panzer sitzen der Brücke ziemlich zu. Sie stürzt noch ein, wenn wir die nicht ausschalten. Beeil bin schon dich, dabei, Großer. Bin schon dabei. Hier kann sie nicht mehr einstecken. Von der Klappe. Oh, nice. Wo ist der große Grüne? Er ist hier. Hulk, ich setze mit dem Quinjet zur Landung an. Oh, ja. Yeah. Erstmal rausschütteln. Oh, weg. Erfindungen sind gefährlich, Stark. Hey, diese Waffen waren für die guten Jungs. Findest du das etwa komisch? Nicht jetzt. Wir werden gebraucht. Ich weiß, es ist eigentlich jetzt echt ein mieser Zeitpunkt. Ich könnte es eigentlich nicht tun. Doch bevor das jetzt noch viel zu lang wird, machen wir hier einen Cut. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder und finden heraus, was mit der Chimera abgeht. Bis zum nächsten Mal. Bye.